Und uns zugeschaltet vor dem Frankfurter Hotel, in dem die ersten Verhandlungen jetzt stattfinden, ist Sandra Scheuring. Frau Scheuring, wie hat denn die EVG das Angebot der Bahn, das jetzt auf dem Tisch liegt, angenommen? Mit Unmut. Hier ist das Treffen jetzt schon beendet worden, denn die EVG sagt, naja, also wir haben gestern Abend, wir haben gestern Nachmittag ein Riesenpaket bekommen. Das sind mehrere hundert Seiten Angebot, ein ganz dicker Aktenordner. Und da ärgert man sich über den Stil. Sie sagen hier bei der EVG, wir hatten ja überhaupt keine Zeit, uns das Angebot mal genauer anzusehen. Wir können dazu heute nicht verhandeln. Und da macht es auch gar keinen Sinn, jetzt über den weiteren Fahrplan zu reden. Das hatte ja die Bahn vorgeschlagen, dass man irgendwie die nächsten Verhandlungsrunden mal durchspricht. Naja, und jetzt ist hier die Veranstaltung schon beendet. Ja, vielleicht ein etwas ungeschicktes Vorgehen der Bahn. Für die ist das aber ja auch eine schwierige Situation. Wie gehen die jetzt vor? Die müssen ja mit beiden Gewerkschaften verhandeln. Ja, die Bahn muss da schon einige Verhandlungskunst an den Tag legen. Ziel ist ja, diese zwei Verhandlungsstränge so zu synchronisieren, dass am Ende vergleichbare Tarifbedingungen für beide Gewerkschaften rausspringen. Die Bahn bleibt dabei. Sie beharrt darauf, dass es keine Spaltung der Belegschaft geben darf, dass also gleiche Berufsgruppen auch gleiche Arbeitszeiten und gleiche Löhne beziehen sollen. Es gibt ja überschneidende Berufsgruppen, die EVG möchte auch für die Lokführer die Verhandlungen beginnen und die GDL für das Zugpersonal insgesamt, also für Bordgastronomen auch und Schaffner. Und da könnte es eben Überschneidungen geben. Und da sagt die Bahn ganz klar, also auch wenn wir uns jetzt darauf einlassen, diese getrennten Verhandlungen zu führen, am Ende muss dann doch irgendwie eine Arbeitsbedingung für gleiche Berufsgruppen stehen, weil sonst ist ja unser ganzer Bahnbetrieb auch gar nicht mehr zu organisieren, wenn manche Leute längere Arbeitsschichten haben und andere weniger. Sie haben gesagt, die Verhandlungen, die ersten Verhandlungen mit der EVG sind schon beendet. Das klingt ja nicht gut. Das heißt, mit einer Einigung können wir gar nicht rechnen, ne? Also eine Einigung, das wäre, glaube ich, auch heute verfrüht gewesen. Damit hat auch niemand wirklich gerechnet. Es ging ja jetzt erstmal darum, überhaupt in diesen Verhandlungsmodus zu kommen. Für die EVG ist es die dritte Runde, aber es war das erste Angebot, was vorgelegt wurde. Und das wäre ja schon sehr überraschend gewesen, wenn die EVG da gleich freudestrahlend zugestimmt hätte. Nein, ich glaube, es geht jetzt wirklich darum, auch bei der EVG Zähne zu zeigen. Sie muss sich ja auch der GDL gegenüber abgrenzen. Und die haben ja schon bewiesen, dass sie Biss haben. Und jetzt hat man sich für den 12. Dezember noch mal vertagt. Und dann soll noch mal nachgebessert werden von Seiten der Bahn. Also ich denke, das ist jetzt keine wirkliche Eskalation. Das ist halt einfach ganz normales Taktieren am Anfang von Verhandlungen. Was heißt das denn für uns als Bahnkunden? Wird es dann bis zum 12. Dezember keine Streiks geben? Sind wir sicher bis zur nächsten Verhandlungsrunde oder kann da was kommen? Also klar ist, keine Gewerkschaft schließt Streiks generell aus, auch die EVG nicht. Ich denke, es ist eher unwahrscheinlich, weil mein Eindruck ist hier, dass man jetzt erstmal zur Sache verhandeln will. Die EVG fordert ja 6% mehr, aber ganz wichtig ist ihr die soziale Komponente, dass eben mindestens 150 Euro für die unteren Lohngruppen dabei rausspringen. Also gemeint ist zum Beispiel Reinigungspersonal. Und da sieht man sich überhaupt nicht wahrgenommen in dem Angebot der Bahn. Ich hatte hier rumgefragt und dann sagen sie, ja, also das findet überhaupt keinen Widerhall bei der ersten Durchsicht dieser fast 1000 Dokumente. Und da geht es eben auch der EVG ums Prinzip, dass sie sich da auch durchsetzen will. Es stand ja zur Debatte und es gab eine Mitgliederbefragung bei der EVG, ob man nicht vielleicht auch eine Arbeitszeitverkürzung in die Forderungen mit reinschreiben sollte, wie bei der GDL. Und da war die Befürchtung der EVG, dass es einfach nur noch auf dem Überstundenkonto landet, weil einfach die Personalknappheit so groß ist, dass es aus Sicht der EVG keinen Sinn machen würde. Streiks, ich sehe da auch die Zeit für die Gewerkschaften ablaufen, gerade vor Weihnachten. Da würden sie sich doch äußerst unbeliebt machen. Und das nimmt man hier schon wahr, dass die Stimmung in der Bevölkerung auch gekippt ist, dass die Streiks doch sehr kritisch gesehen werden mittlerweile. Ich glaube, man will jetzt wirklich hier zur Sache verhandeln und hofft auf ein neues Angebot, das dann vielleicht zielführender ist.
Ja, vielen Dank. Sandra Scheuring war das mit keinen guten Nachrichten von den Verhandlungen im Tarifkonflikt mit der Bahn.